Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder beim Let's Play zu Destruction Derby Arenas. Und genau, liebe Leute, ja, wir waren beim letzten Mal mit Red Widow ziemlich weit gekommen. Und ja, fahren jetzt die letzte Meisterschaft quasi mit dir. Und aber ich glaube, dass es jetzt mal ein bisschen härter wird als die letzten Male, weil ja, wir kennen die letzte Meisterschaft und die ist ganz schön heftig, obwohl das B-Movie ziemlich einfach wird, glaube ich. Aber gut, ich würde vorschlagen, wir fangen einfach mal an. Casino 2, oh ja, das wird heftig. Sind Sie bereit für den Geisterzug in Casino 2? Nur der Fahrer, der Risiken eingeht, kann gewinnen. Aber Achtung, diese Strecke hat für jeden, der zu nah rankommt, einen Schwinger parat. Einen Schwinger? Okay. Alles klar, dann los geht's hier, so. Direkt mein Schild eingesackt hier, so. Und weg da, boah. Jetzt mit dem neuen Boost und alles hier, ach, das ist cool. Boah. Mann, alles kaputt machen hier, jawoll. Ah, es geht schon wieder geil los hier. Ah, genau, die lachen uns hier wieder aus. So, Victim. Victim, geh mal weg. Mensch, nochmal. Ey! Ich gewinne auch. So. Boop, boop, boop. Hier ist ein geiles Soundtrack. Ich weiß, ich kommentiere jede Folge über die Musik, aber die ist halt auch einfach gut. So. Rakete. Und. Ach, Mensch, nochmal. Nicht wirklich. Wir sind voll im Leben. Oh Gott, schon die erste Runde vorbei. Boah, ist das schnell, ey. Ja, nach Silent Hill spiele ich jetzt hier. Destruction Derby Arena ist ein ziemlich schnelles Spiel, wie man sieht. Wow. Okay. Gib mir den Reifen, danke. So. Wie, das war kein Unfall? Doch, klar war das ein Unfall. So. Und weiter geht's hier. Einfach aufholen. Wir sind nämlich schon bei 33.000 und hier ist es halt der Carver. So. Weiter geht's hier. Pastung. Ein paar Sachen hier mitnehmen. So. Herrlich, das Au! Und Carver hat mich durch mich einen Kill gekriegt. Oh Mann, ey. So. Und hier. Jawoll. Wie die Sachen explodieren, das ist so geil. So. Oh ja, die Rothilfe. Sticht ihre Beute. Rakete. Yo. Oh, und wir sind an der Seite. Ah, oh, Moment. Ich muss mal kurz. Ach so. Wir sind an der Seite ganz schön kaputt. Scheiße. Oh mein Gott. Da ist wieder dieses geile Karussell da im Hintergrund. Wow. Ah, das meinen die mit dem Schwinger. Okay. Ja, stimmt. Und Johnson, weg aus dem Weg hier. Los, aus dem Weg. Ach, verdammt. Das meinen die mit Schwinger, diese komischen Abrissbirnen, die da kommen, okay. Rakete. Ach, Mann, oh. Na, das wird nichts mehr mit dem ersten Platz. Leider. Schade. Aber den dritten. Aber den vierten kriegen wir zumindest noch. Vierten und dritten, Mariah. Die haben wir noch gekriegt. Die Mariah haben wir noch gekriegt. 48.000? Ah, es reicht sogar. Es reicht sogar. Okay, wie mit unserer Schaufel davor. Oh Mann, ey. Wie mit der Schaufel vorne dran ist, das so gut. Okay, wir haben es direkt geschafft. Nice. Sehr schön, dann. Subway. Oh Gott. Crane-Strecke. Oh, oh. Oh ja. Fahrradfahren bedeutet fahrplanmäßige Zerstörung. Kämpfen Sie um die Platzierung oder um Punkte. Aber fahren Sie vorsichtig durch den Tunnel. Wer weiß, was heute noch alles einstürzen wird. Einstürzen wird. Fahren Sie U-Bahn. Okay, es geht aus. Los mit der U-Bahn. So. Jo, Crane. So, dann verfolgen wir dich mal. Oh! Oh, oh Alter, steht. Was ist dieser Zug, ey? So, kriegen wir vielleicht den Kill? Nee, schade, leider nicht. Ah, guck mal, da kommen wir an allen vorbei. Was war das eben für ein Stunt? Crash oder Cash?
So, 4000 Punkte, das reicht nie im Leben, aber komm. Oh, diese Explosionen, ey. Massenzerstörung, jawoll. Und Rakete und Punkte. Ah, verdammt. So, wir müssen, wie gesagt, Crane holen. Ja. Wir sind natürlich im Rückstand, weil ich erstmal das Ziel habe, Crane einzuholen. Ja, verdammt nochmal. So. Rakete. Au. Oh, das tut auch weh, Leute. Aua. Könnt ihr mich mal fahren lassen? Danke. Ich muss den... Ah, schon wieder dran vorbei. So wird das nicht mit Crane einholen. Ist irgendwie ein bisschen langweilig. Irgendwie ein bisschen langweilig, dieses Rennen. Ich weiß auch nicht. So, Punkte. Punkte. So. Oi. Oh, schon wieder der Zug. Oh Gott. Okay. Den Reifen. So. Wir haben den Reifen. Wir können ordentlich Geschwindigkeit aufnehmen. Der Zug, ey. Meine Fresse. Oh, nicht schon wieder. Okay, aber das war nicht schlimm. So. Wir sind Zweiter. Da ist er doch. Da ist er doch, so. Vielleicht kriegen wir erstmal ein bisschen Action rein hier. Und jawohl, Johnson. Na komm, fahr, los. Ja, jetzt kriegen wir wieder ein bisschen Action. Sehr gut. Ja, da ist er. Da vorne ist er. Der Crane. Au. Shit. So. Oh mein Gott. Okay, da ist er, der Crane. Yo, da ist der Zug. Sehr cool, okay. Letzte Runde schon, was? Wir haben nur 18.000 Punkte. Ja gut, aber wir haben Crane überholt. Das ist ja das, was ich erreichen wollte. Oh Gott. So, und hier und... Und... Meine Fresse, Jana. Mensch, wie schnell bist denn du? Und... Rakete. Und Erster. Sehr schön. Erster als Ziel, aber viel zu wenig Punkte. Pff. Ja, obwohl. Neunter Platz, aber die sind alle innerhalb von 8000 Punkten gewesen. Jo, wir sind ziemlich knapp vorne. Mit 3000 Punkten, okay. Aber ey. Immer noch Erster. So muss das doch sein. Okay, wir haben South Central 2, Road Rage. Alles klar, mit dem Underdog, der sieht irgendwie so aus wie Eminem. Ich weiß auch nicht. Der sieht cool aus. Da sind wir wieder und stiften ein wenig Verwirrung hier in South Central. In diesem Rennen werden Großstadtlegenden geboren und die kleinen Fische können lernen, wie man es wirklich macht. Ja, jetzt fragst du da mir schon was Feines, das stimmt schon. So, los. Und direkt ein Boost, wie geil. Direkten Boost. So muss das sein. So. Hey. Sei mal nicht so scary. Und bumm. So. Yo. So, da haben wir den Underdog. Na komm. So. Da haben wir den blöden Underdog da vorne. Reparieren. Bam. Ja, der war ja nix da. Wow, okay, das hätte ich nicht machen sollen, vielleicht. Aber hey, da kriegt man Punkte für, ne? Wenn man sich dreht, dann kriegt man Punkte. Das ist irgendwie, ja. Interessant auf jeden Fall. So, und den Reifen, ach verdammt. Den Schild kriege ich natürlich, ne? So, da vorne ist der Underdog wieder. So, yo. Und ihr, Yen Yang. Ah, weg mit dir. So, lass mich vorbei. Ich bin Arzt. Nee, eher nicht. So, ja, wie gesagt, das macht viel mehr Spaß hier. So, jetzt aber den Reifen. Gib mir den blöden Reifen. So, Hastung. So, und hier und jawoll. Schön viele Punkte sammeln hier. So, der Barrier Slammer. Und tschüss. So, da ist der Zweite. Ach Mensch, wer ist denn jetzt schon wieder vorne? Wer ist denn jetzt schon wieder Erster?
Ach, der Underdog. Ja, okay. Okay, aber jetzt sollte ich schon mal aufpassen, dass wir hier mal ein bisschen mehr Punkte kriegen. Eieiei, Underdog. Und, jawohl. Ah, okay. 40.000. 40.000. Ich hoffe, das reicht, dass wir in der Liga Erster bleiben. Oh, doch, okay. Puh, alles klar. Das ging echt schnell jetzt. Wow. Okay. Puh, wir sind nach wie vor Erster. Alles beim ersten Versuch geschafft, ey. Da sieht man mal, was das ausmacht. Ein Anfängerauto und ein Auto, was man sich freispielen muss, ne? Gut, liebe Freunde, es ist wieder soweit. B-Movie wartet auf uns. Meine Lieblingsarena. Sehr schön. Herzlich willkommen beim B-Movie. Hier versuchen mechanische Monster aus Film und Fernsehen unsere Fahrer zu zermalmen. Die härteste Schlacht, die die Welt je gesehen hat, sollte ich mich von meiner zweiten Frau habe scheiden lassen. Wieder mit diesen krassen Drachen hier, ey. Krass. Okay. Ja, mit der Schaufel vorne dran. Upsala, ich muss mich kurz kratzen. Geht's dann los? Okay. Jo, dann gucken wir mal, wie viele Punkte wir hier kriegen. Jo, den haben wir direkt mal gekillt hier. So, und kabim. Ah, wir müssen natürlich wieder hier Leute runterschubsen wieder, ne? So wie wir das auch schon gehabt haben bei Set. Aber da sind Punkte. Punkte, genau. Nein, 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 nein. Boah. Bremst doch ab wieder, ey. Mann, oh. Ja, toll. 10.000 Punkte. Jo, okay. Ja. Dann. Ah. Jawoll. Sehr schön. Ey, aber warum haben wir den Kill nicht gekriegt? Hä? So. Oh nein! Verdammt. Okay, das ist ein denkbar schlechter Anfang. Aber okay. Das war gut. Nee, die Cassandra war das. Aber wenigstens mal hier. Oh. Jo. Alles klar, er fährt selber runter. Danke. So, okay. Jo, nein, 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 nein. Vergiss es. Nicht runterfallen. So. Und schon sind wir bei 40.000. Jo, und bam. Und schön runter mit dir. Dir auch. Du auch. Jetzt kommen wir. Jetzt können wir schön Punkte machen hier. So. Und schon sind wir bei 100.000. Jo, okay. Und du auch runter. Hallo? Runter mit dir. Apokalypse. Oh Mann. So. Jawoll, ey. Das macht Spaß. Ah, oh, ist das gut. Das ist so gut, diese Arena. Ich liebe das. Ich liebe es. Nein! Verdammt. Aber ey, können wir uns mal voll heilen. Jo, und weg mit dir. Genau, Underdog. So. Und jo. Oh, das war knapp. Puh. Supergirl. Jo. Okay. Danke. Und zack. Jawohl. Ah, so macht das Bock. So macht das Bock. Jawohl. So. Ah, nein. Ach, verdammt. Ah. Wie gesagt, das ist meine Lieblingsarena hier. Kann man so schön Rekorde jagen. Ist wirklich unglaublich. Weil guckt euch das an. Vor allem mit so einem Auto. Vor allem mit so einem Auto. Und vor allem dann noch hier so. Nein, 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 nein. Weil der Abgrund hier ist teilweise ein bisschen verbuggt tatsächlich. Man fliegt dann einfach runter, obwohl man nach der normalen Physik her gar nicht runterfliegen müsste. Das ist irgendwie manchmal richtig geil. Und Johnson kann mit runter. Und hier Lady Cassandra. Jawoll. Und... Wow, 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 wow. Okay. Und... Wow. Okay, krass. So. Eieieiei, nein! Die Schaufel vorne dran, ey. Ich finde das immer noch so witzig. Oh Gott. Oh Gott. Verdammt. Aber okay, wir haben schon mehr als genug Punkte. Also eigentlich können wir aufhören.
Aber es macht natürlich Spaß, ne? Ist ja ganz klar. Oh nein! Voll vorbei. Aber hey, machen wir mal Auto-Weitwurf. Warum denn nicht? Oh ja. Toffi? Nee, wieso? Die hat rumgeschrien, das war's. Na gut. Da kommt Kava. Und tschüss. Und hier Johnson. Und tschüss. Auto-Weitwurf. So. Yo. Und tschüss. Boah, 300.000 Punkte. Oh mein Gott. Aua. 300.000 Punkte, ey. Das ist so krass einfach. Die Spinne wurde zerquetscht. Oh ja. Und bam. Weg mit dir. Und hier und um. 360.000. Das ist so heftig. So. Spatzen dir. Selber spatzen dir, Digga. Und. Ah, verdammt. Ja, komm. Einen kriegen wir noch. Kriegen wir noch einen. Yo. Die rote Witwe sticht ihre Beute. Oh ja. 376.000. Junge, 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 Junge. Eieiei, jetzt waren noch 50.000 mehr als der zweite. 300.000 Punkte Vorsprung einfach mal. Okay, das war nice. Und yeah, wir stehen wieder ganz oben. Sehr schön. Und schaut euch doch das 10. Teil an, ey. Boah. Es ist einfach so krass. Okay. Ja. Gute Arbeit. Weiter so. Zweite Stufe. Schaut euch das an. Das sehen wir da in der übernächsten. Dieses Raketentriebwerk einfach. Okay, Freunde. Ja, sehr schön. Das haben wir wieder gerockt, würde ich mal sagen. So, ein weiteres Jahr und eine weitere Meisterschaft für die Red Widow. Aber es war ihr egal. Sie war immer noch der gleiche einsame Mensch. Von der Rennszene gemieden und von den Fahrern misstrauisch angesehen. Ja, wenn ich wenn die so krass aussieht, kein Wunder. Sie fand ein kurzes Glück in einer äußerst kurzlebigen Ehe mit Jared Crane. Oh. Kein Wunder, dass ich den das nächste spiele. Aber ihr Hotel brannte in der Hochzeitsnacht ab. Crane blieb im Inneren gefangen und sie war wieder allein. Oh. Okay, das ist traurig. Nicht fähig, allein mit dem Leben in der realen Welt fertig zu werden, kehrte sie zum 3D-Rennsport zurück, wo sie wieder ihr verfluchtes Handwerk ausübt und zu einer berüchtigten Legende in der Geschichte des 3D wird. Ja, Crane. Aha. Okay. Ja, es ist tatsächlich... Wir spielen ihn als nächstes. Ja, krass. Okay, das heißt, die hatten... Zeitweise eine Ehe. Okay, interessant. Ja, schaut euch das an. Schaut euch diese Karre an. Okay, gut. Freunde, ja, da würde ich sagen, deswegen steht auch 666 drauf und so. Ich verstehe. Ich verstehe, ja. Gut, Freunde. Da würde ich mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, na, nächstes Mal geht es nämlich mit Crane weiter, dann würde ich sagen, lasst mir doch mal gerne ein Like oder Abo da. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter, den Kanal. Und, ja, wie es hier weitergeht mit Crane, sehen wir, wie gesagt, beim nächsten Mal. Und ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend und einen schönen Tag. Ne? Tschüss.